Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3308-2209. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nun beginne ich mit einer kleinen Anzahl von Videos, die sich mit dem Thema Mining beschäftigen. Der ein oder andere von euch, die mir ja schon längere Zeit zuschauen, hatten ja den Wunsch geäußert, dass ich mich doch bitte mal mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Ja, und das habe ich in den letzten Tagen ein bisschen getan. Ja, und was soll ich sagen? So erstmal Resümee von meiner Seite. Mit dem richtigen Schiff, mit der richtigen Ausstattung und im richtigen Know-how macht das durchaus Spaß und auch Sinn. Sinn insoweit, wenn man, da bin ich wieder bei den Einsteigern, relativ am Anfang steht, dann kann man mit dem Thema Mining tatsächlich richtig gutes Geld verdienen. Voraussetzung ist natürlich, man hat bereits ein bisschen Geld anderweitig verdient, damit man sich, so jedenfalls meine Meinung, wenigstens dieses nette kleine Schiffchen hier leisten kann. Eine Python oder Python, wie ich dazu sage, ein wirklich tolles Allround-Schiff. Ich hatte es in anderen Videolektionen schon mal im Einsatz und da hat es sich auch hervorragend als Kampfschiff geeignet. Genauso gut kann man damit aber auch Fracht befördern und meiner Meinung nach perfekt Mining betreiben. Sicherlich gibt es da noch andere Optionen, zum Beispiel eine Type 10 Heavy. Ein Freund von mir hat ja dazu auch ein wunderbares Schiff sich zusammengebaut und damit ja im professionellen Stile Mining betrieben. Das ist natürlich eine Sache, wenn ihr Geld bis zum Abwinken habt und eh nichts anderes mehr zu tun habt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wenn man es aber hin und wieder zwischendurch mal für ein bisschen paar Millionen Credits benutzen möchte und einfach mal ein bisschen entspannen will, ein bisschen rumchillen und ja, das Fliegen genießen, das in Ruhe exploren, das Bergbauen, das Gefühl entwickeln möchte, mal sehen, was in diesem Asteroiden verborgen ist, was ich da Nettes finde. Wer also all diese Dinge mag, für den ist Mining sicherlich eine tolle Sache. Aber genug geschwärmt, wir schauen uns mal meine Python in der Zusammenstellung, in dem Systembild an, wie ich sie mir zusammengebaut habe und der Meinung bin, dass man genau damit, mit diesem Schiff, in dieser Ausstattung, perfekt Mining betreiben kann. Dazu schalte ich aber in dem Falle mal auf die andere Seite um, auf die Coriolis.io, und dort habe ich ein Bild mir zusammengestellt mit der Python. Ich werde ihn auch in meinem Video nachher verlinken, könnt ihr euch dann direkt ja auch so anschauen. Aber wie gehen sie dann mal der Reihe nach durch? Schauen wir zunächst mal auf die Kosten. Das Schiff in der Ausstattung kostet 114 Millionen Credits. Das ist natürlich schon mal eine Kleinigkeit, die man da vorher verdient haben sollte. Man kann Mining selbstredend auch mit einem kleineren Schiff machen. Dann sind aber auf jeden Fall nicht alle Optionen machbar. Mit diesem Schiff hier, wie ich es ausgestattet habe, seid ihr für alle Eventualitäten gerüstet und könnt je nachdem, was ihr vorfindet, genau das passende Werkzeug auspacken. Auch der Laderaum ist ausreichend dimensioniert und alles, was dazugehört. Wenn ihr das Ganze abspecken wollt und zum Beispiel nur am Anfang erstmal Lasermining betreiben möchtet, dann tut's auch ein kleineres Schiff. Aber das hier wäre so mein persönlicher Favorit. Kostenpunkt 114 Millionen, Versicherung 5,7 Millionen, die ihr auf jeden Fall noch zusätzlich übrig behalten solltet. So, dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Zunächst mal die Sprungreichweite. Das ist natürlich immer wichtig bei einem Mining-Schiff.
Denn gewöhnlich muss man ja zumindest nachdem man alles Mögliche abgebaut hat und in seinem Frachtraum gelagert hat, um es gut und möglichst mit viel Profit verkaufen zu können, zum Teil eben eine Ecke weit wegfliegen von dem entsprechenden Schürfort. Man kann selbstredend diese Dinge auch an jeder Station verkaufen, aber man möchte ja sicherlich, das ist ja einer der Gründe, warum man Mining betreibt, seine geschürften Rohmaterialien möglichst teuer wieder verkaufen. Das ist aber ein anderes Thema. Deswegen sollte man auf jeden Fall ein Schiff haben, was auch beladen eine Ecke weit kommt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Brüller, sage ich gleich dazu, aber wie ich es zusammengebaut habe, kann man damit im Grunde genommen überall hinspringen, denn ich habe ja auch einen Treibstoffsammler mit on board, wie ihr seht. Dann gucken wir uns mal die ganze Zusammenstellung im Detail an. Intern Basis, eine leichte Legierung, die nichts wiegt, damit ihr nicht zusätzlich noch an der Ecke Sprungreichweite einbüßen müsst. Ein 6A Kraftwerk, ich könnte hier auch ein 7er einbauen, das ist aber besonders leicht. Und ein 6A Kraftwerk reicht, wenn ihr euch die Energie hier unten anschaut, völlig aus, wie ich es zusammengebaut habe. Da kommt er also locker mit hin. Und es ist eben nicht so schwer. Dann 6D Schubdüsen. Auch da könnte man stärkere einbauen. Dann muss aber auch das Kraftwerk gleich wieder entsprechend größer werden und teurer und schwerer. Ich bin also mit dieser Ausstattung, in dieser Kombination mit einem 6A Kraftwerk und einem 6D Schubdüsensatz gut klargekommen. Die Bewegungen innerhalb eines Asteroidenbelts ist normalerweise mit dieser Art von Schubdüsen problemlos zu machen. Was wichtig ist, da solltet ihr auf gar keinen Fall sparen, einen echt effizienten, weit springenden Frameshift-Antrieb. Das Beste, was ihr kriegen könnt. In dem Falle der 5A, der bei mir auch noch zusätzlich abgegradet worden ist, und zwar bis auf Stufe 5, und auch als Tiefenlader ausgelegt, also maximal getrimmt auf Reichweite. Trotzdem, seht ihr, komme ich mit dem Schiff, weil es wiegt einiges, unbeladen, immerhin 36,3 Lichtjahre weit und mit vollem Frachtraum, was aber eher wahrscheinlich nicht so sein wird, noch 26,8 Lichtjahre. Also es geht schon noch. Aber den würde ich auf jeden Fall, soweit es geht, verbessern. 4D Lebenshaltung auch. Ein 7D Energiewandler, der hat sich also auch als vernünftig rausgestellt und völlig ausreichend für die Verteilung der entsprechenden Energien auf die Waffen, auf die Schilde oder auf den Antrieb. Die Sensoren 6D reichen und das ist ja eh ein Standard. Kommen wir zum internen optionalen Bereich. Das Schöne an der Python ist, sie hat wirklich die meisten Slots in dem optionalen Bereich und davon gleich dreimal einen 6er Slot. Das ist wirklich überragend bei diesem Schiff. Deswegen auch meine Wahl für genau dieses Schiff. Sie hat die meisten Slots überhaupt und auch die von der Ausbaustufe her am besten passenden. Ich habe zwei von den 6er Slots mit dem maximalen Laderaum ausgestattet. Das macht jeweils 64 Tonnen. Und dann habe ich mir zusätzlich gegönnt einen 6A Treibstoffsammler. Den größtmöglichen, den es gibt, der 878 Kilo in der Sekunde einsaugt. Da könnt ihr kurz über dem Stern parken. Das reicht gerade mal, um den durchzuscannen, das System, wo ihr gerade seid, und vielleicht mal in der Systemkarte zu gucken, was da so für Sterne zu finden sind. Und in der Zwischenzeit hat er meistens schon den Tank komplett wieder aufgefüllt. Das finde ich eine tolle Sache. Ist natürlich echter Luxus, in der Größe hier einzubauen, aber gerade wenn ihr später ein bisschen weiter springen müsst, um die Sachen gut und teuer zu verkaufen, da ist man um so einen tollen Treibstoffsammler wirklich, das macht Laune. Da kommt man dann ordentlich weit weg. Zumal ja hier nochmal zwei 5er Laderäume vollgepackt sind, sodass meine Python im Moment 192 Tonnen Ladekapazität hat. Das ist schon echt ordentlich. Da passt schon wirklich was rein. Vor allen Dingen kann man auch genügend Drohnen gleich mitnehmen, damit man auf gar keinen Fall, wenn man dann in dem Ring unterwegs ist, plötzlich einem die Drohnen ausgehen.
Einen kleinen 4A-Schildgenerator habe ich hier auch eingebaut, denn es kann ja immer mal sein, dass man vielleicht doch mal an so einen Asteroiden zu dicht herankommt, dann ist ein guter Schild nicht schlecht. Oder man wird vielleicht sogar mal von Piraten angegriffen, möglicherweise auf dem Weg zum Verkaufsort. Dann wäre natürlich ein Schildgenerator immer anzuraten, zumal ja genügend Slots da sind. Also ein 4A-Schildgenerator, meiner Meinung nach, völlig ausreichend. Eventuell kann man sogar einen B-Wave nehmen. Dann kommen wir zu etwas ganz Interessantem. Das braucht man nachher während des Schürfens. Eine sogenannte Raffinerie. Eine Raffinerie, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach ein Modul, in dem Falle mit einem 3er-Slot, was in dem Fall 8 Behältnisse hat. Das heißt, es sind 8 verschiedene Loren, da fliegen die unterschiedlichen Materialien, die ihr schürft, hinein. Wenn die Drohnen sie einsammeln, werden sie automatisch immer in ein entsprechendes Behältnis gepackt. Wenn eins bereits belegt ist mit einem Material und es kommt weiteres Material derselben Sorte dazu, dann wird es natürlich auch gleich in das passende Behältnis gefüllt. Also auf diese Art und Weise könnt ihr insgesamt 8 verschiedene Materialien sammeln. Normalerweise vollkommen ausreichend, denn es gibt gar nicht so viele wirklich spannende Materialien an unterschiedliche, die man an einem Ort findet. Insoweit kann man mit den 8 Variationsmöglichkeiten, die man hat, wunderbar auskommen. Wenn irgendetwas schon belegt ist, man aber was Besseres gefunden hat, dann kann man dieses Behältnis auch ausleeren und somit für eine andere Sorte Material wieder freischaufeln. Aber das sind alles Dinge, die werdet ihr in der Praxis dann noch sehen. Aber auf jeden Fall ist eine 3A-Raffinerie eine gute Wahl. 8 Behältnisse stellen also einen guten Kompromiss dar. Das hier, das ist das nächste, was ihr unbedingt einbauen solltet. Das ist ein Mining Multi-Limpet Controller. Es gibt ja seit dem Update Odyssey, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wann das kam, diese sogenannten Multidrohnensteuerung. Da könnt ihr halt mit einer Steuereinheit verschiedene Sorten von Drohnen steuern. Ansonsten braucht man ja immer für eine Sorte Drohnen auch ein spezielles Steuergerät. Zum Beispiel Sammeldrohnensteuergerät, nur für die Sammler und so weiter. Hier ist es so, da wird mit einem Steuergerät verschiedene Sorten von Drohnen gleichzeitig gesteuert. Und das ist zum Beispiel beim Mining sehr wichtig, denn ihr braucht auf der einen Seite sogenannte Erzsucherdrohnen. Das sind eine Spezialart von Drohnen, die aus den ganz normalen Standarddrohnen praktisch speziell programmiert werden. Mit der Erzsucherdrohne, die dann auf irgendeinen Asteroiden abgeschossen wird, wird analysiert, wie die Zusammensetzung dieses Asteroiden ist. Das bekommt er dann angezeigt, wenn die Drohne auf den Asteroiden aufgeschlagen ist und ihn gescannt hat. Dann bekommt er links unten im Schiff in den Informationen gezeigt, wie die Zusammensetzung ist und was da sonst noch so zu finden ist. Das geht aber nur mit dieser speziellen Erzsucherdrohne. Wenn ihr dann geschürft habt und Material frei geworden ist, dann braucht er die ganz normalen Sammlerdrohnen. Und die können ebenfalls mit diesem Multi-Limpet-Controller gesteuert werden. Das ist also dann für 2 verschiedene Sorten möglich. Maximal kann dieser 3C-Limpet-Controller 4 Drohnen auf einmal steuern. Und die Reichweite, das ist ja echt enorm, wie ihr seht, im Verhältnis zu den sonstigen Standard-Drohnensammlern 5 Kilometer. Das ist schon mal gut, dann kann man also doch ein bisschen noch da rumfliegen, um diesen Asteroiden herum, während gleichzeitig die Drohnen ihre Arbeit tun. Also ein wirklich tolles Teil, finde ich klasse. Und mehr geht hier in der Python auch nicht einzubauen. Es gibt also keine Version 4, 5 oder 6, sondern es gibt dann nur noch eine ganz große, die kann dann alle Sorten von Drohnen steuern. Die 3C-Variante ist in dem Falle für die Python genau passend mit der Raffinerie für einen 3er-Slot. Ja, der Planetenfahrzeug-Hangar, der muss nicht sein. Da kann man natürlich auch etwas anderes einbauen für diejenigen unter euch, die vielleicht lieber einen Landecomputer haben oder einen Supercruise-Assistenten. Die können natürlich den einbauen. Ich fliege ja manuell, deswegen brauche ich die nicht. Und habe mir gedacht, mit diesem Schiff kann man also insgesamt nicht nur Mining betreiben, sondern auch ein bisschen Exploring auf der einen Seite, also weiterhin
die Planeten scannen und die Systeme und wenn man was Interessantes gefunden hat, auch durchaus mal auf so einen Planeten runtergehen und dort vielleicht ein bisschen Material sammeln. Deswegen ist so ein Planetenfahrzeughangar eigentlich immer gut, wenn Platz da ist und es auch ansonsten nicht wehtut. Deswegen habe ich mir den hier gegönnt. Ja, und was nicht fehlen darf, auf gar keinen Fall in unserem Fall, ist der Detailoberflächenscanner. Ich habe ihn etwas modifiziert. Davon habe ich auch nur einen insgesamt, den ich jeweils, wenn ich mit verschiedenen Schiffen unterwegs bin, dann auch immer aus und wieder in das neue Schiff einbaue. Der ist hier modifiziert auf den Grad 3 und kann dann etwa 30% besser vom Radius her die Planeten scannen. Diesen Detailoberflächenscanner benötigt man, wenn man sich einen Planeten mit Ringen ausgesucht hat, um in dem Falle nicht den Planeten, sondern die Ringe zu scannen. Auch die können direkt abgescannt werden. Und wenn das erfolgreich erledigt wurde, dann kann man häufig auf diesen Planetenringen sogenannte Hotspots entdecken. Das sind so etwas stärkere Punkte, wo angeblich, von der Anzeige her jedenfalls ausgegeben, besonders häufig irgendein Vorkommen zu schürfen wäre. In dem Falle beispielsweise irgendwelche Erze, Metalle oder sonst was. Das ist dann immer hervorragend über den Detailoberflächenscanner herauszufinden, was genau in diesen Abbauringen von Gasriesen zu finden ist. So, jetzt kommen wir mal zu den ganz spannenden Sachen, die Aufhängungen. Der Python hat ja insgesamt 5 verschiedene Slots. Auch das ist ein weiterer Grund, warum ich mich genau für diese Maschine hier entschieden habe. Denn hier kann ich sämtliche Werkzeuge, sage ich jetzt mal, die man für das Mining gebrauchen kann, einbauen. Also nicht nur End oder Weder, sondern alles, was überhaupt interessant ist und was es eigentlich auch gibt zu diesen Bereichen. Findet da in den Abbauwerkzeugen. Müsst ihr natürlich gucken, es sind nicht überall vorrätig. Auch wichtig ist, wo man die einbaut. Das zeige ich euch dann aber nachher nochmal beim Schiff. Ich habe einmal, das sind auch jeweils die größten Varianten. Es gibt sonst keine größeren. Es gibt meistens hier von den 2B-Varianten, die ich hier drin habe, noch eine 1B-Variante. Die würde ich aber nicht empfehlen. Wenn ihr es euch leisten könnt, kauft euch genau diese Zusammenstellung, wie ich sie hier habe. Da gibt es also einmal eine sogenannte Untergrundverdrängungsrakete. Ja, das ist eine interessante Sache, die übrigens auch eigenständige Munition braucht, die man nicht vergessen darf, bei der erweiterten Wartung ähnlich wie die Drohnen einzukaufen, bevor man losfliegt. Davon sind aber einige schon mit on board. Die Untergrundverdrängungsrakete ist dazu zu gebrauchen, wenn man Asteroiden gescannt hat, die zum Beispiel, da gibt es verschiedene Sorten, nicht nur einfach ein Steinbrocken sind, der da im All rumdüst, sondern auch eventuell über einen Kern verfügen. Ne, müsst ihr euch so vorstellen, wie vielleicht so eine Pflaume, wo innen drin ein Kern ist und an den möchte man eventuell ran, weil der besonders wertvoll ist. Drumherum um diesen Kern ist der Rest an Gestein, was sich da so angesammelt hat. Und dann gibt es natürlich bei den ein oder anderen Asteroiden auch sogenannte Risse und Depots. Depots sind besondere Anhäufungen eines Materials. Das wird dann auch entsprechend in den Kontakten später im Schiff angezeigt. Depots kann man dann aufsprengen, damit diese Materialien, die dort gebündelt, zusammengedrängt zu finden wären, erstmal freisetzt. Und dazu braucht man eine sogenannte Untergrundverdrängungsrakete. Also für Ansammlungen, gehäufte Ansammlungen auf einem solchen Asteroiden. Dann gibt es den seismischen Ladewerfer. Auch eine Art Rakete, eine Explosive, die auch eine eigenständige Munition braucht, die man ebenfalls auffüllen muss. Der seismische Ladewerfer wird gebraucht, um an den eben schon mal angesprochenen Kern eines Asteroiden zu kommen. Dazu werden in sogenannten Asteroidenrissen, die mehrfach um einen solchen speziellen Asteroiden, den muss man aber erst finden, verteilt sind, in diese Risse werden dann solche speziellen Raketen hineingefeuert,
Und dieser Rakete wird eine bestimmte Art von Ladung mitgegeben. Die muss man manuell einstellen. Das ist nicht ganz einfach. Und die muss in einem bestimmten Bereich im Gesamten gehalten werden. Und dieser seismische Ladewerfer, der schießt nun auf verschiedene Risse, die man erstmal anwählen muss, ins Ziel nehmen muss, dann eine Rakete ab und parkt die. Insgesamt ist die Wartezeit, bis die Explosion automatisch erfolgt, 120 Sekunden, also praktisch 2 Minuten. Da läuft sofort, wenn die Rakete in diesen Asteroidenriss hineingeflogen ist und sich angedockt hat, die Uhr, der Timer runter. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit und funktioniert auch nicht immer. Aber wenn man es schafft, einen Planeten sozusagen komplett zu sprengen, was nicht nur spektakulär aussieht und sich auch toll anhört, wenn man es vernünftig hingekriegt hat, dann wird man meistens reichlich belohnt mit einer Menge speziellem Material, die sich eben im Kern dieses Asteroiden verbirgt. Da gibt es also ganz tolle Materialien, die auch richtig wertvoll sind, die man dann wirklich gut verkaufen kann. Das sind aber 2 Dinge hier oben, sowohl was die Untergrundverdrängungsrakete angeht, als auch der seismische Ladewerfer, die wirklich Spezialkenntnisse brauchen und auch spezielle Asteroiden braucht, die man erstmal finden muss, um damit zu arbeiten. Dann kommen wir zum nächsten Teil, dem sogenannten Abrasionsplaster. Ein Rasierer, wenn ihr so wollt. Mit einem Abrasionsplaster könnt ihr bestimmte Ablagerungen, die man auf der Oberfläche eines Asteroiden manchmal findet, herauslösen. Die müsst ihr speziell anschießen und das geht auch nur manuell. Da gibt es also keinen Suchlaser, der das Ziel automatisch ins Ziel nimmt, sondern den müsst ihr wirklich direkt mit dem Schiff so anfliegen. Bis auf eine Nähe von etwa 1000 Meter müsst ihr ran mit dem Schiff an diese Stelle und sie auch vor der Nase halten und dann manuell mit dem Abrasionsblaster auf diese Anhäufung schießen, die dann losgelöst wird, dann nachher frei im Raum rumfliegt und entweder manuell durch euch selbst oder von euren Drohnen eingesammelt werden kann. Das ist eine tolle, tolle Sache. Das bedingt aber, dass der Abrasionsblaster so platziert wird am Schiff, dass ihr wirklich die Schnauze vorne zum Zielen verwenden solltet. Also nicht an der Seite anbauen, sondern entweder oberhalb am Schiff oder bei unserer Python ist es in dem Falle unterhalb des Schiffes. Zeige ich euch gleich nochmal. Das ist also wirklich wichtig und vor allen Dingen, wenn ihr einen Kern abbauen wollt, den ihr vorher eben gesprengt habt mit dem seismischen Ladewerfer, dann braucht ihr auf jeden Fall den Abrasionsblaster, um aus den Fragmenten des Asteroiden diese speziellen Materialien herauszulösen. Also erst wird er gesprengt in verschiedene kleinere Teile und an diesen kleineren Teilen hängen dann die jeweiligen Materialien, die ihr dann später nochmal manuell eben mit dem Abrasionsblaster abschießen müsst, um die entsprechend dann einsammeln zu können. Ja, und dann kommen wir zu dem leichtesten. Ihr seht, ich habe es mal ganz bewusst andersrum gemacht. Technisch gesehen, praktisch werden wir es natürlich vom Leichten zum Schweren machen. Aber da die ja so eingebaut sind, kommen wir jetzt zu den beiden ganz einfachen Geräten, den Abbaulasern. Im Grunde genommen eine Art Pulslaser bzw. Strahlenlaser genauer genommen, der sich halt damit beschäftigt, hauptsächlich in direkter Nähe vor dem Asteroiden, dazu müsst ihr auch 500 Meter ranfliegen, einfach die Oberfläche sozusagen abrasiert. Bis alles, was da drauf verborgen ist, erschöpft ist. Das kriegt er dann auch angezeigt und dann fliegen diese Materialien in der Gegend rum und können eingesammelt werden. Das ist also die simpelste Form. Einfach eine Erzsucherdrohne auf irgendeinen Brocken schicken, gucken, was passiert, was da drauf ist, hinfliegen und mit dem Abbaulaser einfach in aller Ruhe die entsprechende Asteroidengeschichte bearbeiten. Wichtig ist dafür, dass ihr ein vernünftiges Kraftwerk habt und auch einen vernünftigen Energieverteiler, dass ihr möglichst die Abbaulaser, wenn ihr die Blips auf die Waffen voll gebt, also alle 4 Blips auf die Waffen, mehr oder weniger im Dauerfeuer arbeiten könnt. Das sollte also so ein bisschen aufeinander abgestimmt sein, sonst macht das Ganze einfach keinen Spaß. Jo, dann kommen wir noch weiter zu den Werkzeugsteckplätzen.
Das erste Werkzeug, was hier oben ist, auch ein Spezialwerkzeug, was zu diesen entsprechenden Werkzeugen hier in den Aufhängungen passt. Der Impulswellenanalysator, wie der Name schon sagt, da solltet ihr auch den bestmöglichen einbauen, denn der hat eine Reichweite von 24 Kilometern. Also alles, was sozusagen im Kreis um diesen Impulswellenanalysator getroffen wird, von der Welle, der ausgestrahlt wird, erscheint in einem komischen bläulichen Darstellung und manchmal, und das dann muss man genau hingucken, werden bestimmte Brocken andersfarbig dargestellt. Von dunkelorange, hellorange bis hin zu richtig leuchtend gelb. Und das sind dann meistens die richtig spannenden Asteroiden, die so richtig schön hell aus der Masse heraus gelblich leuchten. Denn die besitzen meistens einen Kern, die haben entsprechende interne Risse und die haben meistens auch noch spezielle Depots auf der Oberfläche, womit man dann eben mit all diesen Materialien hier, die man schon eingebaut hat, als Werkzeugen hervorragend arbeiten kann. Der Impulswellenanalysator ist praktisch der Auffinder von richtig guten Asteroidenbrocken. Den sollte man eigentlich immer dabei haben. Das macht schon Sinn, vorher mal genau zu scannen, denn so häufig gibt es diese Asteroidenbrocken mit Kern gar nicht. Da muss man schon teilweise eine ganze Weile rumfliegen, bis man einen richtig guten gefunden hat. Ja, der Rest ist eigentlich Standardkost. Ein Düppelwerfer habe ich einfach mal eingebaut. Für den Fall, dass ich doch aus dem Supergruß gerissen werden sollte, dann kann ich wenigstens einfach mal ein paar Düppel abwerfen, um deren Laserstrahlen abzulenken. In der Zwischenzeit sollte es mir dann doch irgendwie gelingen, vielleicht in ein anderes System schnell zu flüchten und wegzuspringen. Der Schildgenerator ist ja nicht der allerbeste, den ich hier eingebaut habe, weil ich ja hier meine Slots für andere Dinge haben wollte. Kleiner kann ich leider nicht, sonst wird das Schiff überhaupt nicht mehr durch einen Schildgenerator geschützt. Deswegen dachte ich mir, habe ich ja noch aus anderen Schiffen zur Verfügung, habe ich hier mir die Schildverstärker noch dazu eingebaut. Die sind natürlich gemottet auf immerhin Grad 3 und haben auch den Superkondensator sozusagen mit dabei, damit sie wenigstens ein bisschen zusätzlich etwas bringen und sind auch speziell für thermischen Widerstand zusätzlich nochmal optimiert worden. Denn das ist das, was ja am meisten als erstes auf euch einprasselt, irgendwelche Laserattacken von anderen Schiffen. Soweit erstmal zu der Ausbaustufe. Dann will ich euch nochmal kurz hier an meinem Bild zeigen. Da gehen wir erstmal hier raus und gehen mal in die Ausstattung ganz kurz, wo die Sachen jetzt eingebaut sind. Hier sieht man die beiden Abbaulaser, ne? Die sind hier vorne gleich, damit man also ordentlich, wenn man direkt da steht, schießen kann. Die habe ich also ganz vorne hingesetzt. Die Untergrundverdrängungsrakete sowie auch den seismischen Ladungswerfer, die sind weiter hinten angeordnet. Übrigens, wenn ihr das mal hier genau sehen wollt, sobald ihr ja hier drauf kommt, seht ihr ja immer hier dieses zweite Fenster aufpoppen. Wenn euch das mal stört und ihr es mal weghaben wollt, dann geht einfach mal kurz hier rüber und dann wird es ausgeblendet. Dann kann man das etwas besser da unten noch sehen. So, und der Abrasionsblaster, den, seht ihr, habe ich unten in der Mitte unter dem Schiff eingebaut, damit ich geradeaus zielen kann und damit auch ordentlich feuern kann. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man den an der richtigen Stelle eben einbaut, sonst macht das nachher einfach keinen Spaß. Soweit erstmal rein zur Theorie. Die Praxis zeige ich dann im nächsten Video. Also, bis bald wieder. Tschüss.